Biel. Fun Fact, ich bin hier geboren und etwa 2 Jahre in der Primarschule. Das heisst, ich habe so ein verschwommenes Bild von früher. Diese Dame zum Beispiel habe ich grösser in Erinnerung. Ansonsten habe ich ein Bauchgefühl. Ich glaube, Biel ist weltoffener als andere Schweizer Städte. Vielleicht liegt es an der Zweisprachigkeit. Und Biel ist, glaube ich, ein richtig guter Nährboden für Kreativität. Also schon nur, wenn man an Musikerinnen, Musiker oder Bands denkt. Pegasus, Garlin Alves, der Nemo, Putzmarie, Death by Chocolate, sind alles Bands von Biel. Aber eben, vielleicht ist es nur ein Bauchgefühl. Gehen wir doch mal schauen, ob es stimmt oder ob ich ein kleines romantisiertes Bild habe von dieser Stadt. Warum bist du in Biel? Ich wohne und arbeite in Biel. Ich komme vom Nachbardorf. Ich musste Kaffee kaufen. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Und ja, ich kann mich nicht von dieser Stadt trennen. Everyone of my bones is demanding your presence. Where are you now? Wie würden Sie Biel jemandem erklären, der noch nie da war? Industriestadt. Das ist auf Seine Sympathique. Stadt am See. Ja, beaucoup de culture. Bilenk. Egal wie man ist, man kann hier sein, wie man will. Mir hat eine Schweizerin erzählt über Biel. Ich kannte Biel nicht und sie hatte mir gesagt, ah, dir wird Biel gefallen, du kommst aus Berlin. Und die anderen Schweizer, die meckern über Biel, die sagen, das ist arm, dreckig und voller Ausländer. Und da habe ich gefunden, das passt. And well, you never been, never been, never been, never been coming back. Ich habe ja so 2 Thesen. Erstens, dass die Leute in Biel kreativer sind als im Rest der Schweiz und dass Biel so ein bisschen weltoffener ist. Was sagen Sie zu diesen Thesen? Bielenk ist irgendwie der Horizont grösser, glaube ich, ja. Und kreativer weiss ich nicht. Aber sozialer. Und ich denke, die Leute von Biel sind offen. Ich denke mir, wie das gemischte Salat, kann man so sagen. Viel kaputte Leute halt. Aber dafür ist Kultur sehr im Vordergrund. Hip-Hop, Kunst, Graffitis. Kreativ und für mich authentischer. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar andere Schweizer Städte besucht und die sind wunderschön. Aber ich würde mich nicht wohlfühlen. Ich bin aus Berlin, ich bin aus New York. Ich brauche so ein bisschen Bodenständigkeit. Oh, baby, I'm the few. Jetzt haben wir schon eine schüche Ahnung, wie Bielerinnen und Bieler ticken, aber wir wollen noch tiefer rein in das Biel. Und wie macht man das am besten mit jemandem, der von hier ist und die Stadt kennt? Irina Mossi, Musikerin, Sängerin, aufgewachsen, geboren, immer noch in Biel. Was macht es für dich aus, die Stadt? Biel ist mein Zuhause. Was es für mich ausmacht, ist wirklich das Multikulturelle. Es gibt sehr viel Kultur, es hat viel Musik umeinander. Und das behaltet mich hier. Du zeigst uns dein Biel und ich finde, so ein guter Ausgangspunkt ist einfach zuerst mal in ein Restaurant. Now you open up and there is nothing to hide. Wir sind hier im Saint-Gervais am wunderbar feinen Essen. Das ist eine Bieler Altstadt, eine wunderschöne Altstadt. Es gibt hier oben noch ein Konzertlokal, das heisst Le Singe. Also da ist so Kultur, Musik, Gemüse. Ja. Ist das, passt das zu einem klassischen Bieler, zu einer klassischen Bielerin? Absolut. Also, und auch für Gäste unbedingt. Also, wenn man als Gast das Biel checken will, wie ist das Biel, dann unbedingt hier in die Altstadt in Saint-Gervais und dann für am Abend ein Konzert in Le Singe. Wir sind hier in der Altstadt immer noch zu viel beim Mambo Afrika. Das ist ein afrikanischer Laden, der verschiedene Produkte aus verschiedenen afrikanischen Ländern verkauft. Das geht von Essen zu Haarprodukten, zu Kleidern. Also man findet hier verschiedene Sachen und wenn man auch als Schweizer mal etwas anderes kochen will und irgendein Rezept findet, dann findet man hier die speziellen Ingredients. Also das ist jetzt die malerische Altstadt von Biel. Zeigen wir noch eine andere Seite. Yeah, Perno, bitch. Yeah. Yeah, Perno, bitch. Yeah, ey. Das war
ist definitiv ein ganz anderes Biel. Das ist der Kessel. Das war ein Gaskessel früher. Jetzt ist es ein Club, ein Konzertlokal. Zürich West üben damals ihre Tourenproben. Die Toten Hosen haben schon da gespielt. Ganz viele andere grosse Namen. Was ist der Kessel für dich? Der Kessel für mich, La Coupole, ist ein Ausgangsort. Da habe ich meine ersten Erfahrungen im Ausgang gemacht. Wo ich hier habe, durfte erleben, wie es ist, einfach eine Party zu machen. Und ja, sich auszufallen lassen und Musik genießen und dann mit der Zeit auch selber können auftreten hier mit verschiedenen Formationen. Und das ist immer wieder eine mega gute Erfahrung. Das ist halt bei mir daheim und das ist wirklich unser Kulturgut hier. Das ist ein mega wichtiger Ort für uns. Es ist das älteste autonome Jugendzentrum der Schweiz. Es entsteht rundum extrem vieles. Es wird gebaut, Wohnungen, alles Mögliche. Aber der Kessel, der bleibt stabil. Ja, wir haben sogar ein Hotel, das jetzt gebaut worden ist. Der Kessel bleibt stabil. Es gibt immer wieder Diskussionen oder natürlich Leute, die wollen, dass der auch wegkommt, aber der bleibt da und das ist sehr wichtig. Es gibt sehr viele Leute, die sich einsetzen dafür. Jetzt haben wir Party gemacht. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen etwas haben zum Chillen. Gehen wir an den See. A force de manger des restes, qu'on est devenu des chacals. Kein ist im Tix, sammle easy checks. Real shit, du reflex, dat sie weiter knackst. Was macht der Bieler, die Bielerin aus? Bieler und Bielerinnen sind sehr offen. Offen für verschiedene Kulturen, für verschiedene Brüche, Essen. Und hat so eine Lockerheit an sich, würde ich jetzt mal so grundsätzlich sagen. Woher kommt das? Kannst du das erklären? Es gibt ganz viele verschiedene Nationalitäten hier zu Biel. Also ich glaube, wenn man durch Biel durchläuft, hört man immer wieder verschiedene Sprachen. Also ich bin selber immer wieder verknüpft, weil ich so, das habe ich jetzt noch nie gehört. Das ist auch spannend. Und ich glaube, durch das, dass das hier so ein Melting Pot ist, gehört das ein bisschen zum Bieler, der weiss, das ist hier so und schätzt das auch. Also, du hast ja schon mal die Zweisprachigkeit mit dem Französisch-Deutsch. Genau. Du bist auch bilingue. Du hast jetzt ein paar Mal heute einfach fließend Französisch drauf losgeredet, wo ich dich sehr darum beneide. Hast du das Gefühl, das macht in den Köpfen auch irgendetwas auf? Ich denke schon. Also, das ist ja glaube ich, auch wissenschaftlich bewiesen, oder? Dass wenn man viele Sprachen gleichzeitig irgendwie lernt, halt von klein auf, dass das so etwas aufmacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ausmacht, dass man irgendwie der Spirit offen ist. Ja. Sind Bielerinnen und Bieler kreativer als der Rest der Schweiz? Ich möchte jetzt das so im Fernsehen und im Radio nicht behaupten. Aber ja. Aber ja. Also wir haben ganz sicher viele Künstler in ganz vielen verschiedenen Kunstgebieten. Musik, Theater, Film, Videografie, Bildkunst, gestalterische Bildungskunst in ganz vielen Gebieten. Also es hat viele Leute herum. Ja. Mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht. Bielerinnen und Bieler sind weltoffen, sie sind kreativ. Und das Schöne daran, unser Date mit ihnen geht noch weiter. Wir senden live 3 Tage aus Biel, weil diese Stadt die bietet noch ganz, ganz viel zum Entdecken. Und du kommst ja dann auch noch mal vorbei? Ich glaube es, gell? Kannst du mir vielleicht noch so einen Satz sagen, weißt, wenn ich nicht Französisch kann, dass niemand merkt, dass ich nicht Französisch kann? Bonjour bien, je t'aime. Ah, bonjour bien, je t'aime.